Liebe Freunde, da sind wir wieder und herzlich willkommen zurück bei einer neuen, schönen Runde Resident Evil 7. Es macht richtig Spaß, es ist richtig toll. Und jetzt gerade, wo wir hier im Wohnwagen sind, da fühlt man sich auch so ein bisschen sicher. Ich weiß, der Wohnwagen sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist ein Safe Room. Zumindest noch. Ich weiß nicht, ob das sich irgendwann mal ändert wird, aber ich denke, es wird erstmal so bleiben. Und ja, ich weiß, ich muss Sachen in die Kiste reintun, das habt ihr mehrmals jetzt geschrieben. Und einige haben so geschrieben, als würde ich das Spiel schon in- und auswendig kennen, warum ich das und das nicht gemacht habe und warum ich das und das nicht gemacht habe, weil es ja so offensichtlich ist. Also ich weiß ja nicht, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt und dann hier diese Folgen schaut, dann ist es für euch natürlich klar so, dass ihr denkt, ist ja doof, man muss doch ganz, ganz offensichtlich das und das machen, weil ich genau weiß, was man machen muss. Aber dass man bedenkt, dass ich das noch gar nicht gespielt habe und ihr aber schon, da müsst ihr auch erstmal dran denken, Leute, ne? Also bevor ihr da ein bisschen raushaut, müsst ihr natürlich auch erstmal in euren eigenen Kopf reinschauen. Und ich habe mir überlegt, wir gehen einfach nochmal ein bisschen in den Hof schauen und gucken uns da noch ein bisschen besser um, weil wir haben ja auch immer noch hier eine kaputte Pistole und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Aber wird ja irgendeinen Sinn haben, warum wir diese Pistole da drin haben. Und deswegen schauen wir uns ein bisschen um. Ich weiß, ich habe noch 7 Schuss, aber wir machen das jetzt einfach mal, Freunde. Wir machen das jetzt einfach mal. Interessiert jetzt keinen hier so. Weh, das ist die Oma, ne? Zoe! Ach, Untertitel hatte ich auch angemacht. Weit geschafft hat. Hä? Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Oh, oh. Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Das kriegen wir hin. Die suchen nach dir. Echt? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Also die Jetpack-Oma und der Kopfschuss-Billy ist mir noch nie aufgefallen, Zoe. Also ich wäre jetzt als letztes darauf gekommen, dass die nach mir suchen. Ganz ehrlich, vielen Dank für den Tipp. Sonst wäre ich einfach hier durchgelaufen, hätte jeden Hallo gesagt und wäre dann wahrscheinlich gestorben. Danke, Zoe. Echt super nett. Vor allem, ich möchte mal gerne wissen, wie die mich beobachtet. Also die weiß ja anscheinend, was ich immer tue. Ist hier irgendwo eine Kamera versteckt? Sind wir hier bei Verstehen Sie Spaß? Ich schaue mich genau um. So, aber jetzt gehen wir erstmal nach draußen. Okay. Also ich habe den Untertitel übrigens angemacht, weil das auch jemand gesagt hat. Oder einige haben gesagt, ich soll doch bitte den Untertitel anmachen. Und ich schaue jetzt in jede Ecke, Leute. Ganz ehrlich, manche haben sich sogar beschwert, dass ich immer noch nicht genug nachschaue. Warum? Ich meine, mehr als ich nachschauen kann man doch gar nicht eigentlich. Ja, siehst du, da hätte ich das fast übersehen. Sage ich doch. So, Flintenmuni. Nehmen wir die auch mit. Man muss überall nachschauen, Leute. Überall. Und das werden wir jetzt tun. Deswegen nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Und deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Ich möchte mir wirklich Zeit für das Spiel lassen. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen von euch, Leute. Also ganz ehrlich, die Leute, die dann irgendwie weniger Geduld haben und meinen so, ne, also das geht mir dann zu langsam, Mama. Dann könnt ihr auch gerne woanders schauen. Ist nicht böse gemeint, aber lasst mich bitte so spielen, wie ich das möchte, ja? Das wäre... Was ist denn das? Ist das wieder so ein... Oh. Ja, das Messer ist bestimmt richtig. Pff, wir brauchen eine 7. Irgendeine 7 brauchen wir hier, oder? Das ist doch eine 7 anscheinend. Wahrscheinlich. Das muss eine 7 sein. Wegen Resident Evil 7. Fall gelöst. So, was ist das? Lässt sich nicht öffnen. Warum nicht? Vor allem, ich habe doch einen Lockpick. Was ist das hier für eine Verarsche? Was war das? Alter, der Opa ist tot. Der kann... Ich hoffe, der ist tot. Bitte sei tot. Oh Gott, bitte sei tot. Also, ich ganz ehrlich, nach dem Kampf liefen nur noch 2 Beine rum. Aber ganz ehrlich, mich wundert hier gar nichts mehr. Mich wundert hier überhaupt nichts mehr, Freunde. Deswegen, sage ich auch mal lieber nichts. So, ist hier noch irgendwas?
Irgendwas in der Ecke vielleicht? Nö. Das ist nur eine alte Statue. Können wir auch nichts mitmachen. Hier ist auch nicht... Oh? Oh? Na, sieh an, sieh an! Wo geht's denn hier hin? Geil! Was? Nee. 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 Ihr wisst genau, was das heißt, oder? Warum auch immer hier eine Kiste mit einem Waffenreparierzeugs liegt. Ich habe keine Ahnung. Aber es interessiert mich auch nicht, wir haben ein Waffenreparatur-Kit. Wie geil. Und genau aus diesem Grund soll man sich Zeit lassen mit dem Spiel, Freunde. Ich wette, die Hälfte von euch hat das nicht entdeckt. So. Wenn es nicht stimmt, ist egal. Ihr habt es nicht entdeckt. So, dann gucken wir uns hier nochmal um. Da ist ja die Tür, da kennen wir, das kennen wir ja schon. Da haben wir den Lockpick rausgeholt. Was haben wir denn noch, Freunde? Hm? Also wir müssen wahrscheinlich da lang, damit es weitergeht. Aber hier ist sonst eigentlich nichts, oder? Hm? Ding. Was ist das denn? Sie haben nicht genug Platz. Sie haben nicht genug Platz. Das haben wir gleich, liebe Freunde. Wartet kurz. Ich gehe kurz das Gun Repair Kit benutzen. Wow. Ja. So, wo ist denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Kann ich die mal kurz, Nein! Mensch, Kevin! Boah! Du Vollhorst, ey! So, warte mal, jetzt tun wir das Kraut eben... Warte mal, ganz kurz, das Kraut tun wir mal eben rüber. So. Lockpick tun wir mal auch ganz kurz eben rüber. So, dann nehmen wir das eben kurz hier rüber. Zack. Und dann müssten wir eigentlich... kombinieren mit... dem hier. Geil. Also die Waffe ist wahrscheinlich jetzt besser, oder? Eine relativ kraftvolle Pistole, sie ist in einem schlechten Zustand, aber es scheint dennoch brauchbar zu sein. Geil. Was ist das? Und was ist mit der hier? Ein Pistolenstandardmodell für einfache Handhabung konstruiert. Also wie geil ist das denn? Wir haben jetzt zwei Pistolen, leider können wir da, können wir die irgendwie entladen oder so? Nö. Oder? Sieht nicht so aus. Schade. Schade. Also, und wir haben ein neues Ziel, das alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Nach welchem Serum auch immer. Na, egal. Nee, ich will... Nee, nein, nein. Entschuldigung. aber wir haben eine Waffe. Das ist schon mal nice. Wir können jetzt... Warte mal, wir gehen mal eben kurz das Ding... Wir gehen mal kurz die Münze holen. Und dieses komische Beutelzeug, die Chemikalie, die blaue. Und dann legen wir wirklich los. Tut mir leid, Freunde. Aber es hat sich ja gelohnt bisher. Es hat sich sehr, sehr gelohnt. Zack. Dankeschön. Und... was können wir damit machen jetzt? Wir können... wofür brauchen wir denn das Blaue? Wofür brauchen wir denn das Blaue? Was ist denn das? Kann die Flüssigkeit... was? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ah, warte mal. Können wir damit wahrscheinlich zum Beispiel, Munition irgendwie zurückverwandeln oder so? Hm? Geht das? Bestimmt, oder? Bestimmt. Das werden wir wohl nie herausfinden, liebe Freunde. Vielleicht drehen wir uns nur so um, da oben fliegt nur so eine Oma im Kreis. Diese Oma, ich mag die Oma. Die ist einfach eine Süße. Kann man sagen, was man will. Ich meine, die singt zwar und summt zwar immer so komisch. Aber man kann echt sagen, was man will. So, den Hof erkunden. Zack, weiter geht's, Freunde. Geil. Jetzt können wir weitermachen. Mir macht ja immer noch ein bisschen Angst, dass die Tür von alleine zugeht. So, hier können wir mal die Münze reintun, oder? Eine haben wir ja noch. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch 7. Geil. Und hier habe ich vorhin übrigens auch was gesehen. Für sie ist es zu spät. Aber warum? Warum? Das werden wir alles noch herausfinden, Freunde. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Gibt es eigentlich auch eine Karte vom Hof? Schauen wir mal. Ach, gibt es da tatsächlich. Okay, wo müssen wir hin? Altes Haus. Aber hier müssen wir weiter, ne? Ja, wir müssen den Weg entlang. Okay, Freunde, auf geht's. Auf geht's in den Spaß. Das wird ein lustiges Event. Oma! Wenn jetzt gleich wieder Ladezeichen kommen, dann raste ich aus, ne? Oder Speicher. Das ist wohl anscheinend das alte Haus.
So, so. Kannst du mal aufhören, da eben im Busch rumzufummeln? Ich will hier ein ordentliches Spiel hinlegen, ja? Mann. Immer diese unfreundlichen Menschen. Was sind das immer für Dinger hier? Stromleitungen oder was? Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo hin. Schade. Oder hier? Auch nirgendwo hin. Manno! Ich will ihn mal entdecken. Hi! Hä? Warum legt das so? Okay, passt schon. Da ist Licht an. Schön. Boah, es sieht irgendwie so aus, als würden da Menschen stehen, die uns beobachten. Oder auch hier. Richtig schön. Ist das nicht einladend, Freunde? Guckt euch das mal an. Ist ein Träumchen. 5 Sterne all inclusive. Hi. Lass es. Lass es. Ich kann für dein Aussehen nichts, mein Freund. Oh, guck mal, Kerzchen sind sogar angemacht. Wie schön. Erste Hilfearznei. Ist ja ekelhaft. So, hier können wir anscheinend nicht weiter. Oh. Ja, die Tür ist wieder mal von alleine zugegangen. Was auch sonst. Mich wundert hier gar nichts mehr, Leute. Ich will da irgendwie nicht rein, glaube ich. Können wir hier irgendwie noch was machen? Da ist nur so ein Kanister, aber anscheinend nicht. Okay, wir nehmen mal die Waffe hier. Hat da jemand seinen Vibrator vergessen? Also Margaret, falls du noch nicht ready bist, ich kann auch gerne noch warten, ne? what the fuck? Was seid ihr denn für Dinger? Holy shit. Da sind ja noch mehr. Okay, und das ist das Haus, wo wir mit Mia vorhin durchgelaufen sind, ne? Im Video. Oh ja! Wow! Geh weg! Geh weg! warum sind die Käfer? Also Margaret, du könntest schon mal ein bisschen sauber machen hier, ne? Und warum ist die eigentlich hier drin und der Opa ist vorne im Haus gewesen? Keine Ahnung. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer? Geht's hier weiter? Was ist denn da hinten? Was geht da hinten für eine Party ab? Leute, das ist hier aber nicht so schön, ne? Da bringt jetzt selbst Tine Wittler nicht, wenn die hier mal aufräumt, Leute. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. Was ist das denn hier? Das sieht irgendwie aus wie so ein Bienenstock. Oh Gott. Entschuldigung. Können wir da durch? What the fuck? Ihr seid eklig! Kommt her. Okay, ich glaube, hier sind wir falsch. Mann, da kann man doch drunter durch. Okay, ich gehe. Entschuldigung. Bitte leg keine Eier in mein Gesicht. Ich gehe schon. Alles gut. Ich bin nur ein freundlicher Tourist, der einfach mal ein bisschen so eine Art Zoo haben wollte. Alter, was ist hier denn passiert, Mann? Es ist alles irgendwie eingebrochen. Und da stand dieses kleine Mädchen. Ich glaube, diese Evelyn heißt... Das ist doch die Evelyn, oder nicht? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man da reinfällt. Aber ich glaube, da passiert gar nichts. Oder? Margaret? Kann ich hier reinspringen? Margaret? Margaret? Was steht hier denn? Sie ist oben. Geh nicht hoch. Okay, wir gehen nach oben.
Das sind immer übrigens die so typische Sätze, ne? Wir sollen nicht hochgehen. Oh mein Gott! Ah! Wie soll man denn gegen diese Dinger ankämpfen? Gegen so einen Schwarm? Wie soll man gegen die ankämpfen? Kann ich hier irgendwie dran vorbei? Wie soll ich das machen? Geht das vielleicht noch nicht? Oder soll man da... Ich traue mich jetzt nicht, die Schüsse zu vergeben. Ich will hier nichts falsch machen, Alter. Ich will hier nichts falsch machen. Wo soll ich lang? Aber ich habe... Oh, doch. Ich habe einen Plan. Obwohl, nee, das ist nur das, was ich bisher erforscht habe, ne? Ja, und da können wir ja nicht weiter, weil da überall solche Eier sind. Ich glaube, wir bräuchten mal so einen Flammenwerfer, aber das wird wahrscheinlich noch ein Traum bleiben. Scheiße, Mann! Oh, das gibt's doch nicht! Sollen wir mal versuchen, da durchzusprinten? Oh mein Gott. Okay, 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 ich bin hier nicht erwünscht. Ich bin hier nicht erwünscht. Ich hab's verstanden. Ich hab's jetzt endgültig verstanden. What the fuck, Mann? Wo sollen wir denn dann lang? Ich weiß nicht, ob man da ins Wasser kann. Wir probieren's mal, komm. Ach so. Ja, wir probieren's dann doch nicht. Wir probieren's doch nicht. Hä? Okay. Ich versuch's mal mit Tempo. Oh shit. Ich geh mir aber. Oh mein Gott, ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Was ist das? Karte für das Haus. Geil, die brauche ich doch, Freunde. Die brauche ich doch. Galerie. Okay, das Ding ist, ich würde gerne hier lang gucken, aber es geht ja nicht. Hä? Hallo? Können wir hier irgendwie was aufnehmen? Oh, ein Schrank. Festbrennstoff? Warum zum Teufel kriegen wir Festbrennstoff? Flintmunition. Was ist das denn? Hallo, kleine Spinnenlein. Hallo. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, mach die weg. Das kam jetzt unerwartet. Scheiße. Oh, jetzt haben wir diesen Scheiß. Oh, jetzt haben wir den nicht dabei. Wo geht's hier hin? Hau ab. Hör auf, hier überall deine Babys zu verteilen. Was ist das denn? Schießpulver. Hui. Okay, da geht's noch nicht weiter. Müssen wir wohl nachher irgendwie was machen. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall irgendwas für. Womit hat es sich auf sich her? Und warum sind hier auf einmal überall Käfer? Was soll die Scheiße? Was ist das? Ui, Dietrich, geil! Da hätten wir das Problem auch gesaved, ne? Wo geht's da hin? Warte, ich mach erstmal hier das Ding auf. Alles nacheinander, Leute. So, zack. Weh, da ist jetzt Scheiße drin. Hey, erste Hilfemittel. Geil, kann man hier weiter? Entschuldigung. Diese Dinger sind ein bisschen zu aggressiv für mich. Hier liegt überall Schleim. Margaret! Hast du wieder gesaut? Margaret? Hallo! Oh. Wow. Hallo! Oh. Zack! Wieder immer. Ich glaube, Ethan gefällt das richtig so. Oh! 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 Oh.
Hält man das auch? Hallo? Was ist das? Brennerdüse? Wie Brennerdüse? Jetzt haben wir wieder nicht genug Platz. Toll. Und was mache ich jetzt? Soll ich jetzt nochmal zurücklaufen in die Kiste und dann alles ablegen oder was? Was machen wir denn jetzt? Also ich will nichts wegwerfen. Nicht, dass ich nachher wieder Anschiss kriege hier, ne? Wisst ihr was, Freunde? Das machen wir jetzt. Müssen wir ja. Sonst kriege ich ja wieder Anschiss von euch, ne? So läuft das ja leider. Na, 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 na. Laufen wir mal zurück. Wir müssen ja hier durch. Geht nicht anders. Aua. 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 So, bringen wir das kurz in die Kiste. Ah, da können wir wahrscheinlich gar nicht mehr zurück, oder? Können wir zurück? Bitte sag mir, dass wir zurückkommen. Bitte sag mir, dass wir zurück können. Eigentlich müssen wir doch. Ich wollte schon sagen. Okay, gut, dann gehen wir das mal kurz eben wegbringen. Und dann, liebe Freunde, gehen wir speichern. Obwohl, speichern brauchen wir gar nicht. Weil ich meine, bisher sieht das ja nicht alles so gefährlich aus, ne? Aber, Freunde, ich bring's zurück in die Kiste, so wie es gefordert wurde. Und wehe, da wird jetzt rumgemeckert, dann rast ich aus, Leute, dann rast ich aus. So, wir können ja das Pulver erstmal da ablegen. Zack. Das können wir, ja gut, das lassen wir nochmal. Können wir das irgendwie benutzen eigentlich? Nee. Okay, das können wir erstmal ablegen. Das nicht. Und sonst können wir... Was können wir denn noch ablegen? Die andere Pistole vielleicht. Nee. Das machen wir lieber nicht. Weil die, da ist noch Munition drin. So, jetzt haben wir immerhin zwei Steckplätze. Ich hoffe, ich hoffe, das ist jetzt nicht so wenig. Ich hoffe es einfach. Ich kann nichts versprechen, aber... Wir fragen einfach mal unsere Freunde, die Käfer. So. Irgendwie mache ich die Käfer. Und Oma sitzt irgendwo auf dem Baum hier oder so. Ich könnte es mir vorstellen. Ich traue es ihr zumindest zu. Das ist so eine Olle. Das ist eine richtige Draufgängerin. Oder eine Draufrollerin. Eher gesagt. Also sie sitzt ja im Rollstuhl. Also sie fliegt und sitzt ja im Rollstuhl. Deswegen kann man ja schon sagen, also ist ja jetzt keine, ne, ist ja jetzt keine Beleidigung hier oder sowas. So, der Brenn-Dingsbums haben wir ja, haben wir schon gefunden. Jetzt müssen wir hier einmal wieder durchrennen. Es tut mir leid, ich will nicht stören, aber wir müssen halt. Wir sind Freunde fürs Leben, Freunde fürs Leben. Ih, das ist so eklig. Warum seid ihr immer so eklig, Leute? Also nicht ihr, sondern hier die Level-Designer. Ich hasse Spinnen. Ich schwöre, ich hasse Spinnen wie die Pest. So, wehe. Geil. So, jetzt haben wir eine Brennerdüse. Und jetzt können wir irgendwie was kombinieren. Mit was soll man das denn kombinieren? Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann allein nicht verwendet werden. Ja, toll. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich habe irgendwas übersehen, Leute. Irgendwas habe ich hier übersehen. Aber ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas haben wir... Es sieht gerade so aus, als würden wir uns irgendwas bauen. Können wir da vielleicht das Messer reinstecken oder so? Das kann hier nicht verwendet werden. Vielleicht den. Keine Ahnung. Aber ansonsten können wir da nichts reinstecken. Wir brauchen da irgendwas. Können wir hier einfach... Nein. Das wäre auch eine Überraschung gewesen jetzt. Man kann es ja mal probieren, Leute, ne? Hä? Warum seid ihr denn jetzt da? Was soll denn die Scheiße? Geht, 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 geht. Was? Wo? Wie geht's weiter? Ich verstehe es nicht. Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt. Hallo? Euer! Euer! Ich glaube, Takt!
Hä, kamen wir hier vorher schon rein? Das ist das, wo Mia lang gelaufen ist. Mia. Oh nein. 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 Was? Hallo? Margaret? Das kennen wir ja schon. Da brauchen wir ein Spinnchen für. Wo hatten wir das denn gefunden? Was ist das denn? Nichts. Ich dachte, es wäre ein Schlüssel oder so. Ich dachte gerade, ich hätte den Fund auf Doom gemacht. Ist es einfach nichts. Aber sonst ist hier ja wirklich nichts, ne? Ne! Ne!